bin hier an diesem wunderschönen Diadem vorbei. Rote Bahnreststätte. Nicht zu sehen. Nur die Bläue der Umgebung, die auch manche würden sagen grün. Es ist auch grün, aber Buch, Aussicht, sehe ich. Oh, da ist das Lila. Wie ich gerade gedacht hätte, dass da Cthulhu böse guckt. Ja. Bist du der Punkt des Aussicht? Der Aussicht, ja. Sakula! Yes! Hakuna Matata! Hier kann ich irgendwas hinstellen, damit das da passiert. Was kann ich denn da hinstellen, dass das passiert? Den Stein hier. Den Steini. Dann muss ich hier hinten rumlaufen, ja? Alles klar. So, komm, Steini. Und rumgefallen. Ein umwerfender Stein. Hier hinauf, da lang. Hi. Oh nein, es ist eine Sackgasse, es führt nirgendwo hin. Außer zu dieser roten Regenrinne. Und hier ist ein Stück Geschichte. Für die Ewigkeit. Okay. Wieso führst du mich hier rein? Ah, wegen diesem geilen Eingang. Ah, ist der Ausguck. Blubbert hier irgendwas im Wasser? Nein. Warum halte ich Ausschau? Ich weiß doch, dass wenn ich da gucke, ich eh ein paar Sachen entdecke, die ich sonst nicht entdeckt hätte. Ups. Oh ja. Just wait, ja. Jetzt hier wieder alles unter Kontrolle und hoch. Hoch. Und dann guckt sie sich das an. Mein oh Mann. Drei? Oder null? Ja, drei Aussichtspunkte. Und wie viele Dinge habe ich gesehen? Nö. Ich habe übrigens ein Journal. Ja,
überblickt, was ich habe. Unsere Geschichte. Stadtgeschichte. Kreaturen, Orientierungspunkte, Stile und... Nochmal Schild. Okay, ich kann wählen. Ah ja. Samen habe ich auch ein paar. Oh, cool. Dann lass ich feiern. Das dürfte die Frisur sein, oder? Und das hier ist das Schilf. Bin ich mal gespannt, wie das Schilfschiff aussieht. Ja, hat was. Aki, go. Ja. Nee. Obwohl, komm. So, wenn ich das richtig sehe. Hier irgendwo ein Schiffsteil. In der Richtung, wo ich eh hin will. Ein Schiffsteil? Ja. Toll war's. Was bist du? Kenn ich dich? Ja, kenn ich schon. Schade. Können wir nachher mal kurz Ausschau halten? Wo wir dann eh in die Richtung fahren, die wir hier fahren. Krieg mal kurz hier ab. Um hier rein zu donnern. Was für einen Aussichtspunkt haben wir denn hier? Die große Brücke auf der Palmenwachsen. Der zerstörte Pass. Passt. Da war ich glaube ich noch nicht. Wenn er hier ein Schiffstück jetzt. Ja. Schiffstück? Nein. Artefakt. Was halt will. Und wir angeln. Okay, irgendwie finde ich die Frisur doch albern. Naja. Mein Name ist Kusikatz, ich spiele gern, das ist ein Roboter und Subverge, Hidden Depth. Was ist das?
War ich da? Nein. Okay, nicht hier ernannt. Weiß. Nico, Wetter, Key. Da kann ich auch an Land. Oh, nice. Leuchtet. So, und noch ein Meter Stadtgeschichte jetzt, komm. Bin ja mal gespannt, ob wir wieder was vervollständigen können. Was wir dann hier über die Welt erfahren. Geschichte. Wow, Hepa. Wieder ein neuer Viererpack, okay. Irgendwann schließen wir auch mal Geschichten ab. Von der Seite, okay. Juhu, total sinnvoll. Ich ignoriere die Typen jetzt komplett. Grebo, ja. Gut, linksrum würde ich sagen. Da drüben war die Schiffstelle. Wir fahren jetzt aber hier geradeaus, dem und dann dahin. Da, wo es blubbert. Und dann zum nächsten Samen und hoffen, dass wir da mal wieder alles finden, das wäre mal wieder was. Und es ist
Daten registriert hast du. Haben wir ja bald Halbzeit mit den Relikten, ne? Na, nein. Ich halt mal Ausschau nach dem Ausguck. Ignoriere das da kurz. Obwohl. Das ist ein Ausguck. Den schon mal, bevor wir in das große Ding da reinlaufen und irgendwie wird mir ständig der Kopf. Muss am Wetter liegen. Der nächste Aussichtspunkt und es sieht schön aus. Eigentlich fehlt hier jetzt nur ein Assassin's Creed Style. Autsch. Acht Elemente zur Karte hinzugefügt. Alle hier sind. Auf jeden Fall schwungvoll, ne? Aber richtig schwungvoll. Hast du noch die Karte weg, die Kamera weggetreten. So. Da ist noch ein Stück Geschichte, das ich mitnehme. Weiter. Waiter ist der Typ, der einem das Essen bringt im Restaurant. Wie souverän er gerade in die Wand gerannt ist. Ach, das ist der Weg zurück, okay? Oder? Hey. Zweiter Teil. Der erste Teil von der Ecke, okay. Alle Objekte in der Nähe gefunden. Hi. Und hinunter. Ja, da wollte ich hin. Da fahre ich doch erstmal links und vorne schießen. Jedes Mal, wenn ich bei denke ich beim Zahnrad und Schuss, dachte ich, das ist ein Schuss da. Da komme ich nicht durch. Da komme ich auch nicht durch. Muss ich doch tatsächlich erstmal das Relikt hier finden, ne? Angeln,
Angeln, angeln, angeln, angeln. In der roten Beleuchtung. Ein Planetarium, wollte ich gerade sagen. Halb zurück. So, hopp. Ich kann ja mal gucken, ob keiner guckt. Nichts in Sichtweite. Aber hier muss es irgendwo einen Eingang geben. Das sieht auch nicht so aus, als könnte man da durch. Wenn man sich jetzt ein dunkles Glas vor ein Auge hält, kann man das irgendwie was in 3D sehen.